Ja, servus Leute. Ich hatte die Gelegenheit, das Startup Charge X in München zu besuchen. Charge X stellt innovative und intelligente Ladelösungen für mehrere Stellplätze, zum Beispiel in einem Parkhaus oder bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft her. Und ich habe mir jetzt mal genau angeschaut, was die Besonderheit dieser Ladelösungen ist und wie das Ganze funktioniert. Und das seht ihr jetzt in diesem Video. So, Tobias, dann erklär erstmal, was ist überhaupt Charge X? Welches Produkt vertreibt ihr und warum ist das so gut und hat so viele Preise abgeräumt? Genau. Also wir entwickeln eine Ladelösung für Elektroautos und wollen quasi eine Alternative darstellen zu einer klassischen AC-Wallbox. Speziell für den Fall, dass man sehr viele Autos laden möchte und auch lange Standzeiten hat. Was man zu Hause hat, in Eigentümergemeinschaften, aber auch beim Arbeitgeber, wenn dort viele Autos geladen werden. Und folgendermaßen ist es aufgebaut. Der Nutzer hat quasi einen klassischen Ladepunkt, der am Stellplatz montiert ist. Da kann er sein Fahrzeug Also mit anschließen. normalem Typ-2-Anschluss, ne? Das sehe Genau. ich gerade, ja. Auf Wunsch auch mit angeschlagenem Kabel. Und hat quasi eine ganz klassische Authentifizierung, kann den Ladevorgang beginnen und für den Nutzer ändert sich tatsächlich gar nichts. Okay. Was wir neu gedacht haben, ist quasi weg von diesen Einzelladepunkten hin zu einem Netz aus verschiedenen Ladepunkten, die immer miteinander verbunden sind. Unser Ansatz war, wir wollten die Kosten reduzieren und auch diesen Aufbau erleichtern. Und deswegen ist es ein Plug-and-Play-System, das heißt, alle Module sind quasi mit einem Hybridkabel verbunden. Wenn man jetzt einen vierten oder fünften oder sechsten Ladepunkt anschließen möchte, kann man einfach Plug-and-Play das selber machen. Aber es ist dann auch begrenzt durch die Zuleitung, weil ihr nur eine Zuleitung aus dem Stromnetz habt, ne? Genau. Eigentlich nicht, denn eigentlich ist der begrenzende Faktor der Use Case. Das heißt, wie viel Energie möchtest du denn in die Fahrzeuge reinladen bis zu einem gewissen Zeitpunkt? Und je nach Use Case sind es manchmal vier Module, in der über Nacht vielleicht auch acht Module und am Flughafen, wenn man mehrere Tage Zeit hat, können es auch 15 Module sein. Und das wollen wir quasi auch dem Kunden empfehlen. Installier mal zwei Ladepunkte, schau mal, was passiert und dann können wir genau sagen, wie viele Module du da noch dran schließen kannst. Also der Vorteil von der Lösung ist also, du brauchst eigentlich nur einen wirklichen Stromanschluss, also zum Beispiel 32 Ampere Drehstrom, CE-Dose und kannst da dann bis zu wie viel Ladepunkte hintereinander Es gibt schalten? keine physikalische Begrenzung, also normal werden es nie mehr als 15 Module werden, aber das ist genau der Ansatz. Also man braucht wenig vorhandene Energie, also auch was die Energieversorger eben sagen, wie viele Ladepunkte kann ich installieren, dann sagen die zwei Stück. Aber de facto kann man ja viel, viel mehr installieren, wenn man Ja. mal dieses zeitversetzte Laden forciert. Und das Spannende ist quasi auch, dass der Elektriker eben ein sehr teurer Teil dieser ganzen Kette ist. Und wir wollten einfach das System einfacher machen, simpler gestalten und deswegen kann man das Ganze auch selber installieren. Also wir haben ein Plug-and-Play-System hier. Das hast du schon gesagt, das kommt aus der Solarenergie, das Genau, genau. Stecksystem. Das Wechselrichter, glaube ich, haben ähnliche Stecker. Ganz Also genau, ich ganz meine, ich genau. hätte die schon mal gesehen. Genau. Und das ist ein Hybrid-System, wo man einfach das ganze Daisy-Chaining kann. Das heißt, die hängen alle auf der gleichen Leitung. Und wir laden dann sequenziell ein Fahrzeug nach dem anderen auf. So viel von der Hardware, das der Kunde kauft. Und hier in unserem Münchner Büro haben wir auch eine kleine Werkstatt. Mittlerweile ist unsere Produktion von unseren Lademodulen bereits ausgelagert an den großen Produzenten. Aber was wir immer noch machen, ist natürlich Prototyping, das heißt für neue Produktvarianten das Ganze vertesten. Aber natürlich auch ein bisschen Lagerhaltung und auch die Endabnahme. Das heißt, bevor wir das zum Kunden schicken, das machen wir noch bei uns selber, haben wir quasi hier die Produkte, haben wir verschiedene Teststände, wo wir alles nochmal durchtesten können, wo wir auch die Platine nochmal testen können, weil sie einfach noch ein Elektronikprodukt Ja. ist. Und das machen wir eben hier. Spielt die Also Software mit auf? auch wenn ihr neue Änderungen auf der Platine vorhabt oder einbaut, dann passiert das praktisch auch hier. Ganz genau, ganz genau. Also wir Okay. wollen natürlich erstmal alles selber verstehen, Ja. alles selber bauen und dafür haben wir auch die Kompetenz, das Ganze selber zu entwickeln. Produzieren wir es dann woanders, denn das ist auf lange Sicht einfach kosteneffizienter. Aktuell machen wir das Testing eben noch selber, weil wir einfach auch das Produkt besser verstehen wollen, aber auch das wird relativ zeitnah ausgelagert, weil wir natürlich auch sehen, das ist jetzt kein schönes Produkt, wo man irgendwie mehrere tausend Euro ausgibt, sondern es ist ein Massenprodukt. Das muss in hohen Stückzahlen, in hoher Ja. Qualität schnell ausgeliefert werden. Und da bauen wir jetzt schon die Wertschöpfungsketten dafür auf. Denn in Zukunft braucht man einen Haufen Ladepunkte, da sind wir fest davon überzeugt. Ich auch. Also Und das wird grundsätzlich da kommen. denke ich, das ist auf jeden Fall ein erfolgsversprechendes Konzept. Und jetzt aber noch die Frage hier hinten, das sind die Kabel mit den Stecklösungen. Willst du kurz mal zeigen, das Plug and Play, Genau, wie das genau. aussieht? Also was wir eben machen im Vergleich zu anderen Ladestationen, dass wir wirklich dieses Microgrid liefern, ein Komplettpaket aus den verschiedenen Modulen. Und im Endeffekt haben wir ein Hybridkabel, das mitgeliefert wird. Das kann der Kunde sich in verschiedenen Längen ordern. Es gibt auch verschiedene Systeme, wie man es dann montieren kann. Und haben eben eine Hybridleitung aus Energie. Klassisch, da kann bis zu 35 Ampere, reicht also Okay. aus zum Laden. Und eben ein Bussystem, wo dann alle Module automatisch miteinander laden können oder kommunizieren können. Und es kann praktisch jeder kann das Plug and Play einfach hintereinander schalten und es Genau. bedarf auch keiner Abnahme nochmal durch einen Elektriker. Nur der erste, der Master, der muss durch einen Elektriker Genau. installiert werden, fachgerecht und der Rest dahinter. Der muss gewährleisten, dass die Vorinstallation Ja. passt, dass es abgesichert ist. Aber dann ist es wirklich so, man schaltet das System aus,
nimmt das System von der Wand, steckt das Kabel an, montiert die neuen Module, startet das System neu und im Bootvorgang wird dann das neue Modul erkannt und auch im Backend, im OCPP, hat man dann auf einmal eine Ladestation mehr und somit kann man das selber machen, um einfach wieder die Komplexität zu reduzieren und einfach mal weg von Einzelstellplätzen, denn in Zukunft gibt es wenig Einzelstellplätze, sondern eigentlich immer große Parkanlagen, dass wir eben uns darauf fokussieren und das ist so die DNA auch von unserem Produkt und auch von unserer Firma. Und dann entwickeln wir natürlich noch diesen Algorithmus, nämlich zu entscheiden, wann denn welches Auto geladen sein muss. Und ein Fahrzeug, das ankommt und eine leere Batterie hat, muss vielleicht gar nicht sofort los, sondern hat 10 Stunden Zeit zu laden. Und ein anderes Fahrzeug muss vielleicht gleich wieder weg. Und woher wisst ihr, welches Fahrzeug oder woher glaubt dann die Software, also euer Algorithmus oder was auch immer da im Hintergrund dann läuft, woher weiß der, wie er priorisieren muss? Genau, wir arbeiten mit Kontingenten, also mit, wir nennen es Grundmobilitätskontingent, die man im Alltag eben braucht. Und wir starten immer mit 100 Kilometer, knapp 15 Kilowattstunden, die die Autos bekommen. Und das, wir lernen über die Zeit hinzu, denn wir sind immer an Orten installiert, wo die Leute jeden Tag kommen. Das heißt, es ist auch nicht für den öffentlichen Bereich, ad hoc laden ist eigentlich kein Thema. Das heißt, wir wissen nach einer Zeit, wie viel Energie du denn benötigst. Benötigst du weniger, benötigst du mehr und somit können wir dieses Kontingent eben anpassen. Und nach 1 bis 2 Stunden sind alle Fahrzeuge, 4, 5 Stück, eben mit ihrem Grundkontingent wieder ausgestattet und danach werden sie vollgeladen. Und das User Interface bieten wir eben auch noch mit an, dass du priorisieren kannst. Das läuft auf dem Smartphone und das geht aber nur, solange die anderen quasi nicht beeinträchtigt werden. Weil jeder soll wieder nach Hause kommen nach der Arbeit und erst darüber hinaus kann man quasi nochmal die Energie anders verteilen. Und der User wird aber nicht übers Auto erkannt, sondern über eine persönliche ID-Card, die er bekommt, um auch freischalten zu können. Aktuell ja. Es gibt natürlich, die Technologie ist ja schon da, die ISO 15118, dass man auch wirklich das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer authentifizieren kann. Haben wir jetzt noch nicht mit drin, weil es nicht notwendig ist, weil es wenige Fahrzeuge beherrschen. Das heißt, klassisch mit der RFID-Karte, dann wissen wir, wer dort steht und können quasi ja, diese individuellen Daten, die wir von dem Fahrzeug haben, dann auch zum Laden verwenden. Und in Summe ist es eigentlich eine Kombination, dass wir die Hardware so günstig wie möglich gemacht haben. Das heißt, obwohl alle Module auch gleich ausschauen, ist eigentlich bloß in einem Modul der Energiezeller drin, der FI, der Leitungsschutzschalter und auch die Backend-Anbindung. Und diese Erweiterungsmodule sind deutlich simpler aufgebaut. Da ist deutlich weniger drin. Und das heißt dann, das bringt natürlich auch einen Kostenvorteil. Du sparst also nicht nur beim Elektriker, weil du nur einen Anschluss brauchst, sondern du sparst auch an der Hardware der Wallboxen, weil die hinter dem Master hängenden Boxen praktisch einfacher ausgestattet sind. Ganz genau, ganz genau. Also wir reduzieren die Gesamtkosten für Ladeinfrastruktur. Beim Auto reden wir auch immer über Total Cost of Ownership. Ja. Und hier geht es um Total Cost of Installation. Ja. Das heißt, die Module kosten 749 Euro. Und damit vergleichen wir uns quasi gegen intelligente, OCPP-fähige Ladestationen. Da sind wir schon mal günstiger. Und eben der Elektriker braucht deutlich weniger Zeit, weil es in vielen Fällen auch der Hausmeister machen kann. Und da wollen wir das Ganze demokratisieren. Wir wollen es den Leuten geben, dass sie selber aufbauen können. Und das schaffen wir eben, also wir haben ja günstigere Hardware, das schaffen wir, indem wir so schnell laden wie nötig. Und wirklich dieses Lademanagement mitliefern mit dem Produkt. Und erst die Kombination aus beiden macht erst Sinn. Ja. Das ist praktisch die Erkenntnis, dass der normale Nutzer von einem PKW eben nicht jeden Tag Langstrecke fährt, eben nicht das Auto möglichst schnell vollpumpen muss, sondern einfach nur über die Standzeit die Energie wieder zurückladen muss, die er im täglichen Alltag auch tatsächlich verbraucht. Genau, genau. Ist halt die Frage quasi, wie wir uns die Mobilität in der Stadt der Zukunft vorstellen. Und ich sehe ganz klar, dass man gewährleisten muss, dass in Zukunft jeder in so einer Eigentümergemeinschaft auch einen Ladeplatz bekommt. Es kann nicht sein, dass nach 5 Autos Schluss ist und die anderen leer ausgehen. Und das geht's. Und das schafft man eben mit so einer einfachen Lösung. Ja. Das war unser Ansatz. Also vor einem Jahr hätte ich gesagt, als ich noch kein Elektroauto gefahren habe, ist das wirklich sinnvoll, weil ich möglichst viel Ladeleistung hätte haben wollen. Aber mittlerweile, da ich meinen eigenen Anwendungsfall kenne, muss ich sagen, ich lade auch meistens, wenn ich zu Hause lade, von der PV-Anlage und damit 3,6 oder 4,6 Kilowatt. Und deshalb halte ich das auf jeden Fall für eine sinnvolle Lösung. Genau. Also aktuelle Lösungen sind nicht verkehrt. Die lösen das Problem auch, aber halt zu einem ganz anderen Preis, zu einer ganz anderen Komplexität. Ja. Und das einfach mal simpler gestalten und von diesem Overengineering wegzukommen und eine Lösung zu bauen, die Leute wirklich brauchen können. Das ist unser Antrieb, den wir hier bauen, weil das einer der großen Bottlenecks für die Elektromobilität ist, überall aufladen zu können, weil die Preise werden runtergehen, die Reichweiten sind jetzt schon auf einem Niveau, das vollkommen ausreicht. An dem wird scheitern, im urbanen Raum, dass jeder laden kann. Und deswegen bauen wir das und haben uns dazu entschieden, das zu machen. Ja, Tobi, jetzt sind wir bei einer eurer ersten Montagen wahrscheinlich von den ChargeX-Ladelösungen. Erklär doch mal bitte, was wir hier jetzt genau sehen. Genau, sogar bei der allerersten. Das ist ein Pilotpartner des Autohaus Müller, wo wir immer wieder unsere Hardware abgegradet haben und wirklich neue Funktionen nach ausprobiert haben.
Und hier sieht man jetzt ein Dreiersystem. Das heißt, man kann hier drei Fahrzeuge anschließen. Haben wir auch ein angeschlagenes Kabel, um es einfach komfortabler zu machen. Und es sieht aus wie drei Ladepunkte. Tatsächlich haben wir hier genau 11 kW an Leistung zur Verfügung, weil einfach das Gebäude nicht mehr Anschlussleistung hat. Okay. Das geht quasi in das erste Startmodul rein. Da ist die Netzanbindung. Und dann geht es Plug and Play in die anderen Module rein. Und diese beiden Module hätte dann auch der Kunde selbst installieren können? Genau, natürlich mit dem Standfuß macht es ein bisschen komplizierter, aber prinzipiell stimmt es. Und hier sehen wir ganz hinten, die ganz rechte Zoe, die ist voll, die wird nicht mehr geladen, deswegen wird er auch als grün angezeigt. Und diese beiden Zoes hier befinden sich noch im Lademodus. Okay, also die leuchtet grün, genau, also mit anderen Worten voll. Genau, und die beiden Zoes befinden sich noch im Lademodus, deswegen leuchten sie auch beide blau. Tatsächlich laden wir sequenziell, weil wir aus Netzsicht da auch immer bloß eine Ladestation sind. Jetzt wird gerade der geladen und nach einem gewissen Zeitintervall, das quasi individuell festgelegt wird, wird dann auf den hier umgeschalten, je nachdem wie viel Energie auch schon geladen wurde zwischen den beiden Autos. Jetzt sehen die noch anders aus als das, was ihr vorher hattet. Ist das jetzt noch ein frühes Produkt oder genau, warum sehen die anders aus? Material, wo wir quasi auch ein bisschen mit der Farbe experimentiert haben. Aber du hast die quasi im Büro gesehen, wie sie jetzt final ausgeliefert werden, in einer klassischen Farbe, dass man auch folieren kann. Und hier ist quasi eher ein Funktionsprototyp, der aber schon die gleiche Optik schon mal hat. Und hier das Autohaus, wie kam es dann zu dieser Partnerschaft, dass Sie so früh schon eure Box praktisch in einem Prototypen-Status schon erhalten haben? Das Autohaus Müller ist ja ganz bekannt dafür, dass es irgendwie schon sehr lange im Bereich Elektromobilität aktiv ist. Und ich selber fahre ja auch schon lange Zoe, deswegen kannte man sich dann auch. Und relativ schnell war die Idee geboren, dass sie natürlich auch hier Ladebedarf haben. Hier werden zig Autos jeden Tag verkauft, auch Werkstattfahrzeuge müssen geladen werden. Und deswegen haben wir dann hier unseren Prototypen aufgebaut. Der Geschäftsführer, der Ernan Hatschitsch, der war angetan von unserer Lösung, weil genau das sein Problem war. Er hätte hier ein unglaublich teures Konstrukt aufbauen müssen, damit er die irgendwie dann zeitgesteuert laden kann. Mit unserem System war es viel leichter. Und es steht mittlerweile seit knapp 1,5 Jahren hier. Und läuft problemlos. Am Anfang gab es natürlich immer Startschwierigkeiten, aber mittlerweile funktioniert es einwandfrei. Ja, super. Dann vielen Dank, Tobias. Willst du noch irgendwas loswerden, was du jetzt noch... Prinzipiell sieht man hier den Use Case ganz gut. Also Autohäuser haben natürlich auch Probleme. Sie werden immer mehr Elektroautos laden müssen. Und da ist unser System sehr einfach, weil eine Drehstromsteckdose und man kann dann einfach erweitern. Das ist bloß ein Use Case. Ein spannender Use Case ist auch Hotels, wo auch so ein Dreiersystem Sinn machen kann. Aber prinzipiell, wir entwickeln das für Flotten, wir entwickeln das für die Wohnungseigentümergemeinschaften und sind natürlich auch gespannt, das mit anderen Leuten mal auszuprobieren. Super. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir das mal ein bisschen zu zeigen. Ich nehme an, das sollte auch für den einen oder anderen Zuschauer, der in der Wohnungseigentümergemeinschaft wohnt, recht interessant sein. Und ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten, wie ihr euch entwickelt. Ich wünsche dir viel Erfolg dafür. Danke, Michael.